Eher gesagt, eher gerade noch auf der Berlinale, ne? Ich glaube, Sie haben richtig die Festivaltage genutzt. Wie war's? Schön, vielfältig, anstrengend. Und ich bin nicht dazu gekommen, einen einzigen Film anzugucken. Sondern? Es war voller Empfänge, Verabredungen, Termine. Und endlich mal Gelegenheit, abends die ganzen hübschen Kleider anzuziehen, die sonst immer im Schrank hängen bleiben. Das heißt aber auch vorher richtig schön frieren. Mhm. Bevor man reinkommt, dann muss man ja meistens draußen ein bisschen warten, bis die Garderobe frei ist und die Türen aufgehen. Ja, genau. Und es wurde ja immer kälter. Ich dachte noch vor der Berlinale, ich glaube, alle dachten, das ist schön, es ist nicht so kalt dieses Jahr. Und dann wurde es prompt -5, -10 richtig kalt. Ist es denn schwer auf diese Partys? Die Agentur, das ist irgendwie eleganter. Und ich glaube, wenn man einmal auf so einer Liste steht, dann bleibt man da bis zu seinem Lebensende stehen und weiß immer nicht, warum. Also leicht ist es nicht. Ist es denn auch so eine Art Jobbörse? Absolut. Das heißt, sind Kontakte entstanden oder sogar schon Filmangebote? Aber ich habe gehört, dass dies Jahr das Star-Aufgebot nicht ganz so groß war. Haben Sie irgendwelche von den Big Stars aus Hollywood zum Beispiel getroffen? Ich habe Jeff Bridges getroffen und die Coen-Brüder. Und auf einmal gab es einen riesen Buhai, diese ganzen PR-Ladies, die amerikanischen mit ihren 100 Ausweisen. Ricky, Sie sind 1972 geboren. Verbinden Sie was Besonderes mit Peter Alexander, der ja immerhin ein Landsmann von Ihnen ist, als Halbösterreicherin? Ja, Österreicher, ne? Stimmt. Nein, ich verbinde nichts Besonderes mit 1972. Aber Peter Alexander bleibt natürlich uns allen im Gedächtnis, auch wenn es nicht ganz unsere Zeit war. Sie sind morgen zur besten Sendezeit im ZDF zu sehen, in Harriets Traum, so heißt der Film. Worum geht's? Es geht um eine junge Frau, die sehr, sehr früh ein Kind bekommen hat, mit dem Kind bei ihren Eltern aufwächst und die Eltern geben das Kind wieder, also ohne ihr Wissen, in ein Internat. Und dann kämpft sie den ganzen Film darüber, dieses Kind zurückzubekommen und trifft sehr früh im Film, nachdem sie ihr Elternhaus verlassen. New York. Wie war das? Toll, ich war vorher noch nie in Amerika. Das war für mich die Gelegenheit und dann auch noch bezahlt als Arbeit, 5 Wochen fast in Amerika zu verbringen. Das war wirklich toll. Aber das ist ja auch diese Holzpfeiler, die überall stehen, mit Strommasten, die wild in der Gegend rumhängen, wo man denkt, sowas gab es bei uns nicht mal in den 50er Jahren. Also ich dachte, in Amerika ist wahnsinnig fortschrittlich und wir sind auch dabei, aber es ist gar nicht so. Also wir sind fortschrittlich. Verhandeln haben, die irgendwas ändern müssen in ihrem Leben, die irgendwas passiert. Und sie hat gesagt, sie freut sich immer total, wenn sie ihre Mädchen sieht. Und das war das erste Mal, dass sie live beim Drehen dabei war. Also ein bisschen moderner als Rosamunde Pilcher. Wie gefällt der neue Song? Das bisschen, was ich gehört habe, klingt ganz nett. Also müsste das mal ganz hören, ja. Also meinen Sie, wir haben damit Erfolg beim Eurovision Song Contest? Ich glaube, dieses zum zweiten Mal antreten ist schwierig. Also ich weiß es nicht. Man kann das ja auch überhaupt gar nicht vorhersagen, was Jungfrau, da gewinnt. Man sagt der Aszendent ist entscheidend. Ja, Jungfrauen haben halt so Uhrmacher-Mentalität und so klingt alles ganz furchtbar, was man so auf den Zuckertüten lesen kann über Jungfrauen. Aber so was Ordnung und sowas angeht, ja, irgendwie. Wir haben ja auch schon festgestellt, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir Stier sind, dass wir beide so ein ähnliches Oberteil oder so einen ähnlichen Haarschnitt haben. Wie waren Sie denn als Kind und wie war vor allem Ihre Kindheit? 80 Kilometer und dann auch den Brocken rauf. Wahnsinn, oder? Bei dem Wetter vor allem, bei der Kälte. Wäre das was für Sie? Ich habe mir mal längere Zeit überlegt, einen Marathon zu laufen, also richtig auf einen Marathon hinzutrainieren. Ja. Da war ich viel laufen in der Zeit. Und dann fing das irgendwie an mit, dann bin ich auch umgezogen und dann war die Laufstrecke nicht mehr vor der Haustür. Und ich finde es immer schwierig, bin ich so, dass ich sage, jetzt ziehe ich meine Laufsachen an, setze mich ins Auto und fahre wohin zum Laufen. Nee, man muss zu Hause los, ne? Dann geht's vielleicht. Ja. Manchmal. Also da ging es ganz gut. Was machen Sie stattdessen für einen Sport? Weil ich habe gehört, dass Sie für Ihre Rolle im Angesichts des Verbrechens richtig hart trainiert haben. Ja, habe ich. Was denn? So eine Mischung aus Ausdauertraining und viel Krafttraining. Im Fitnessstudio und Boxtraining hatte ich über eine längere Zeit relativ viel. Gegen den Sandsack nur oder mit Partner? Also nee, richtig mit Partnern. Nur eins auf die Lippe oder Nein. so? Nee? Nein. Da hat man ja auch immer so einen Schutz auf. Ne? Hatten wir nicht, aber ging auch so. Nee, das ging so. Also in der folgenden Szene können wir sehen, was drunter hatte. Und das war ganz dicht auf der Haut. Das hat richtig wehgetan. Gab so einen dicken blauen Fleck. Da wurde nicht wirklich geschossen. Man hat die Zündung am Bein. Das wird dann ferngezündet, damit das richtig aufplatzt. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Umschnitt. Nein. Das hat man an sich kleben. Ja. Der Kollege, der hat ja einen Arm. Es gibt zum Beispiel auch lustigerweise Hauptfiguren, die ganze Folgen lang überhaupt nicht auftauchen. Also wirklich je nachdem, wo man gerade ist in der Geschichte, diese Geschichten werden erzählt in dieser Folge. Also es spielt in Berlin, Russenmilieu. Genau. Und es ist, glaube ich, einfach eine sehr besondere Arbeit gewesen. Es war ein riesengroßer Aufwand. Es war, glaube ich, auch nicht ganz so billig. Das nennt man royales Fieber. Sind Sie da auch so ein bisschen drin? Also jetzt so kurz vor der Hochzeit von Kate Middleton? Überhaupt gar nicht. Nee, gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, so meine royale... Das habe ich fast vermutet. Ja. Das ist gemeint. Wieder die Blonden. Los. Ja, die Blonden. Die kriegen immer die guten Männer. Stimmt nicht, ich habe einen ganz tollen. Entschuldigung. Wie so oft mussten auch Sie zu Beginn Ihrer Karriere kleine Brötchen backen, beziehungsweise Kuchen in Ihrem Fall. Wir gehen mal in die Aktionsecke. Da haben wir mal was vorbereitet.
Blechkuchen. Mhm. Welche Erinnerungen werden da wach? An ganz, 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 ganz viele Ferien. Auto, Ulrike, ist Ihnen das wichtig? Sie wohnen ja in Berlin, da braucht man eigentlich gar keins, oder? Eigentlich braucht man keins. Ich habe mir den Luxus gegönnt. Ich habe eins, ich fahre wahnsinnig gerne Auto. Menschen, die vom Land kommen, fahren gerne Auto, weil das erste Ziel ist, 18 werden, damit man den Führerschein hat und irgendwo hingehen kann abends. Vorher kein Mopedsche gehabt? Nein, durfte Lente, ich nicht. Wir gespielt haben. Und vor einigen Jahren, wir haben vorhin festgestellt, sind schon 8 Jahre her, hier waren schöne Frauen, da waren Sie ja in dieser Rolle früher mal ein Kinderstar. Mhm. Und so wir haben ein Erlebnis, Kinderstar gewesen zu sein, sowas Ähnliches, sag ich mal, haben Sie ja auch erlebt, weil Sie in früheren Jahren mal in der Lindenstraße mitgespielt haben. Und irgendwie ist das so ein bisschen kleben geblieben eine Zeit lang. Ne? Wie war das Gefühl, also dass Sie eine Zeit lang so ein bisschen auf die Rolle festgelegt wurden? Das ist für mich als Schauspielerin einfach ja, komisch. Eine Arbeit war wie alle anderen auch. Aber Sie konnten es dann auch wieder abschütteln, dieses Image. Jetzt redet man eigentlich in Ihrem Zusammenhang gar nicht mehr über die Lindenstraße, aber es ist immer wieder schön, sich die Lindenstraße noch mal anzuschauen, unter anderem jetzt mit Ihnen. Wurde immer irgendwo hingeschickt und ich glaube, dann war sie eben in Indien. Und insofern musste ich mich eben ein bisschen damit arrangieren, wie die Rolle so ist, also wie ich sie vorgefunden habe und habe versucht, das Beste daraus zu machen. Aber auf jeden Fall also sehr schön. Wettermäßig könnten Sie ruhig hier bleiben. Da müssten Sie nicht unbedingt gleich nach Berlin zurückfahren. Ja, ne? Ich glaube, das gibt sich nicht viel. Blauer Himmel gerade. So ein paar Wolkenfetzen zumindest morgen. Sie haben in einer ganz, ganz tollen Produktion mitgespielt. Die ist jetzt nominiert für den Grimme-Preis. Können wir nur die Daumen drücken. Ich glaube, im April werden die Preise verliehen. NDR-Produktion. Und wir zeigen direkt mal einen Ausschnitt von Im letzten Moment zusammen mit Matthias Habicht. Die ganze Problematik, die das in sich birgt, ein alter Mann, Entschuldigung, ja. Matthias, ein älterer Mann und eine jüngere ja. Frau, was das alles auch bedeutet, wenn man das lebt. Aber geht's denn gut? Ja. Oh, ja, das ist doch mal eine andere Variante, ja. oder? Mhm. Ist auch ein toller Schauspieler. Mhm. Lernen Sie von so jemandem eigentlich in den Momenten, in denen man miteinander arbeitet? Ja, also von daher Daumen drücken. Danke. Unsere Zeit ist leider um, wenn die Musik kommt. Ulrike, tausend Dank und guten Heimweg jetzt nach Berlin und viel Dankeschön. Erfolg bei allem, was Sie sonst noch machen. Kommen Sie gerne wieder, nicht erst in 8 Jahren. Gut.